Evo, kao što je fra Marinko rekao, mi smo obitelj Rašić iz Zagreba, moj suprug Josip, kćerka Marija, Mihael, sin i moje ime Marijana. Prvi put sam na Mladifestu, imam malo tremu jer sam odmah dobila milost i radost da mogu svjedočiti tu pred vama, ali Gospod će se pobrinuti za tu malu tremu. Dakle, malo ću ići opširnije osim za hodočašće obitelji, jer za mene je Međugorje moj dom, moja snaga, moja radost i ne znam gdje bi bila da ne hodočašćim u Međugorje već 13 godina. Inače sam rođena u Armeniji, u gradu Erevanu, 15.8. na Veliku Gospu. I kad sam se rodila, majka mi je dala ime Marija. Als ich geboren wurde, hat meine Mutter mir Maria den Namen gegeben und alle haben mich Mariana genannt. Mein wahrer Name ist Maria. Es ist nicht zufällig, dass mein Ehemann Josef ist, also Josef. Das heißt, Međugorje, 2004. godine prvi puta sam došla. 2004 bin ich das erste Mal nach Medjugorje gekommen. Es war einer der schwersten Jahre in meinem Leben. Sie haben diagnostiziert meine Mutter, dass sie Krebs hat. Und weil ich hier alleine bin, damals hatte ich keine Familie. Ich hatte niemanden, keinen Bruder, keine Schwester, niemanden. Keine Unterstützung. Die einzige Unterstützung war Gott. Der Glaube, das Gebet, die Mutter Gottes, unser Jesus. Meine Mama hat mir gesagt, sie wird einen Monat lang leben. Und ich habe in mir gesagt, ihr Ärzte, ich achte Medizin, aber ihr entscheidet nicht, wie lange meine Mutter leben wird. Und sie hat dann noch 5 Jahre gelebt. In diesem Sommer, als man diagnostiziert hat, ich bin nach Medjugorje gekommen, ich wusste nichts anderes, nur dass es Erscheinung gibt, dass die Mutter Gottes ist. Ich habe im Herzen das Gefühl gehabt, der Mutter Gottes zu danken, dass meine Mutter immer noch lebt. Meine Mama war in dem gleichen Jahr hier auf Pilgerfahrt im November. In all den 5 Jahren hat sie wunderschön gelebt, fröhlich, denn sie hat ihr Herz, ihre Seele geheilt. Und wenn man das heilt, dann heilt man auch alle anderen Krankheiten. Für mich ist Medjugorje von meinem ersten Kommen. Und jetzt, wenn ich immer komme, und solange wie ich lebe, mein Zuhause, wie Pater Marinko gesagt, herzlich willkommen zu Hause. Ich fühle mich so, ich bin nach Hause gekommen. Ich habe einen Bruder, der in großen Versuchungen war, Problemen mit Drogen. Und jedes Mal bin ich hingekommen, demütig, habe die Mutter Gottes gebeten, Gott nur sie zu segnen. Ich habe nie gebeten, Gott gib mir dies, gib mir jenes. Nur Gott segne, denn Gott weiß, was für uns am Leben ist. Mein Bruder ist ein neues Kind geworden, er hat 2 wunderbare Kinder, er hat eine Tochter bekommen. Am 15. August, genauso wie ich geboren bin, um euch ein bisschen zu beweisen, wie das Gebet stark ist, wie die Mutter Gottes uns begleitet und segnet. Und am besten ist es, mit dem Herzen zu beten. Jetzt möchte ich mich an und meine Familie heute bitten, meinen Ehemann, unsere Kinder. Wir haben uns kennengelernt, unter Anführungsstrichen zufällig. Bei mir ist nicht zufällig. 2011 haben wir uns kennengelernt. Ich war jung. Ich bin nur mehr geirrt. Ich habe gesündigt. Ich habe gesucht. Ich hatte Verbindungen, aber ich habe nicht das Wichtigste gefunden, diese geistige Verbindung. Und bei Josef habe ich als erstes erkannt, unsere geistige Verbindung. Damit hat er mich fasziniert, dass er im Gebet war, regelmäßig zur Messe ging. Bis ihn hatte ich nie eine Möglichkeit, der Mann kennenlernte, betete. Im Herzen spürte ich, dass er der Mann meines Lebens ist.
dass unser lieber Gott uns verbunden hat, aber nicht dann, wo ich das wollte, sondern wenn Gott das will, auch wenn ich da schon 30 Jahre alt war. 5 Jahre habe ich meiner Mutter gewidmet, ich wollte keine Liebe oder irgendeine Verbindung mit jemandem. Als Mama in eine bessere Welt gegangen ist, kam meine Zeit, lasst uns das mal so nennen. Josef und ich haben uns kennengelernt, natürlich Versuchung, Probleme, wörtlich, weil ich verrückt, total rosa-rote Brille verliebt und er hat sich gefragt, was hat sie? Es war eine Art Kampf für ihn. Ich danke Gott heute für diesen Kampf. Ich weiß, dass es ein Werk Gottes war. 2011 bin ich mit Robert, ich bin mit ihm ein paar Jahre auf Pilgerfahrt gekommen. Er hat so Familien-Pilgerfahrten geführt. Ich habe ihm gesagt, Robert, ich habe noch keine Familie, aber bitte nimm mich mit sich. Ich wusste, die Mutter Gottes wird um alles sorgen. Es war Platz. Ich kam dann später mit meiner Trauzeugin hin. Ich habe unsere Verbindung Josef hingegeben. Bitte, Mutter Gottes, tu alles, dass es dein Wille geschieht. Nicht meiner. Durch 1-2 Jahre, wir haben uns besser kennengelernt. Wir waren dann zusammen. 2012. Die Frucht unserer Liebe war meine Schwangerschaft. Und nach 2 Monaten haben wir das Baby verloren. Ich habe mich ins Bett gelegt und habe gesagt, Gott, wenn es dein Wille ist, dass ich mich nicht verwirkliche als Mutter, dann nehme ich deinen Willen an. Ich kenne viele junge Frauen, die nicht schwanger werden können, Eltern werden können. Und ich habe mir selbst gesagt, Gott, ich nehme deinen Willen. In diesem gleichen Jahr mein damaliger Freund Josef nach Herzegowina hier zu einer Hochzeit. Und natürlich sind wir nach Medjugorje gekommen. Ich habe mich vor der Statue hingekniet, ungefähr 2 Monate, nachdem wir das Baby verloren haben. Ich habe gesagt, bitte Mutter Gottes, segne uns. Ich habe nicht gebetet, ich will ein Kind oder irgendwas. Nur bitte segne uns. Und wir sind nach Zagreb zurückgekehrt. Natürlich waren wir vorher am Meer und auf der Rückfahrt nach Hause fühlte ich mich seltsam. Wir kamen nach Zagreb und der Test zeigte, dass ich schwanger bin. Das heißt, meine erste Tochter Maria kam gesund zu dieser Welt. Sie hat den Namen nach unserer Mutter bekommen. Sie ist am 27.04.2013 geboren. Diesem Jahr bin ich schwanger zur Messe gegangen in Zagreb, in die Kirche des Herz Jesu. Als ich den Leib Christi empfangen habe, hat der Priester mir gesagt, bete zur Fürsprache Johannes Paul II. Für dieses Kind, was du in deinem Inneren trägst. Am 27. April 2014, Johannes Paul II. Wurde als heilig gesprochen. Das heißt, das sind alles große Bestätigungen, dass dies ein Plan Gottes für uns war. Wir haben natürlich geheiratet, unsere Maria getauft in der Kapelle Johannes Paul II. Aber das alles geschah nicht unser Wille, unser Wunsch. Gott hat das geplant für ihn. Wir haben nur auf ihn gehört und haben ihn begleitet. Maria war 1 Jahr alt. Ich habe nicht ein zweites Kind erwartet. Ich war Gott dankbar für das eine. Sie war 1,5 Jahre alt und ich habe dann erfahren, dass ich wieder schwanger bin, dass unser Sohn Michael, der am 14. August letztes Jahr geboren wurde, ein schönes Geschenk zum Geburtstag konnte ich nicht bekommen, einen Tag vor meinem Geburtstag, Ehe. Ich habe erwartet, die Ehe, das ist ein Traum, ein Märchen, wie ein kleines Kind. Wir waren nicht bereit, wir wussten nicht, was uns wartet, dass es Versuchungen gibt, Probleme, so vieles, sag mal, Trauriges, auch wenn die Liebe alles besiegt und sie alles gesiegt hat letztes Jahr. Hatten wir einen Todesfall, der Vater von meinem Ehemann
ist gestorben. Und da begann irgendwo alles. Ich war schwanger. Und jeder hat auf seine Art und Weise die Traurigkeit durchlebt. Leider haben mein Mann und ich mich ein bisschen auf unseren Wegen getrennt. Es gab Probleme, aber ich habe die ganze Zeit gebetet und habe nicht aufgegeben von uns. Ich wusste, wir lieben uns, aber dass das große Versuchungen sind und Versuchungen. Natürlich, Robby hat gesagt, man geht nach Medjugorje, Familienpilgerfahrt. Ich wusste, Medjugorje kann nur unsere Ehe retten, immer. Josef war dagegen, er würde nicht gehen. Ja, nein, ja, nein. Ich habe zu Gott gebeten, er möge uns segnen. Deswegen gekommen, letztes Jahr kamen wir wieder nach Medjugorje. Ich nicht wissen, was uns erwartet. Ich habe gesagt, Mutter Gottes, du wirst mir alle Gnaden erbeten. Ich erwarte nichts von dir. Schon Jahre komme ich hier, um zu beten für den Nächsten und für alles zu danken. Wir sind hier gekommen. Der Robert hat uns unterwegs gesagt, wir haben eine Überraschung für euch. Das werdet ihr sehen, wenn ihr nach Medjugorje kommt. Am Samstag war die Erneuerung der Ehegelübde. In dem Moment, wo es darum ging, so oder so, hat die Mutter Gottes uns gerettet. Wir haben hier einen besonderen Segen als Ehepaar bekommen. Von dem Tag bis heute leben wir ein familiäres, schönes Leben, ein Leben in Frieden. Ich kann unsere Ehe nicht erkennen vor diesem Segen und nach diesem Segen. Ich könnte noch viel erzählen über Medjugorje, aber ich möchte am meisten daran festhalten, was Medjugorje ist und wie sehr die Mutter uns liebt, auf uns achtet und segnet, weil ich gerade hier vor euch stehe. Die größte Gnade, die ich empfangen konnte dieses Jahr, in diesem Jahr der Barmherzigkeit, denn alles kam so über Nacht, so schnell. Ich wusste, dass es nicht mein Wille, mein Wunsch ist, sondern es ist der Moment gekommen, dass ich öffentlich Zeugnis abgebe. Es war der Wunsch der Mutter Gottes, dass ich bezeuge, was für mich Medjugorje ist, um jetzt nicht so weitermachen, weil ich natürlich auch die anderen Zeit gebe, Zeugnis abzugeben. Vielen Dank, gelobt sein Jesu Maria.